Ja, also wir sind jetzt im Finale, genau, und durch die gute Vorbereitung auf das Spiel, weil es ein Pflichtspiel ist, weil es ein sehr wichtiges Spiel ist, durch die gute Vorbereitung auf den Gegner auch. Wir haben uns vorbereitet wie auf ein Meisterspiel. Das hat man auf dem Platz gesehen, wie seriös wir damit umgegangen sind, wie klar wir gespielt haben. Und also wir haben uns das vorgenommen, was wir gezeigt haben, nämlich Geduld haben und zielstrebig nach vorne spielen, haben 5 Tore erzielt. Hinterher so ein bisschen, ja, wollten wir das ein bisschen verwalten, dann passieren auch immer noch 2 Gegentore, aber alles in allem sind wir rundum zufrieden mit diesem Spiel heute, ja. Ja, da zeichnet uns eigentlich die Saison aus, dass wir nie aufgeben als Mannschaft, immer weiterfighten, auch wenn wir 5-1 hinten lagen. Wir hatten in der ersten Halbzeit schon ein paar gute Dinger, die wir machen können, 1 gegen 1, zweite Halbzeit dann auch. Und ja, da sind wir nicht so kaltschnäuzig. Westphal macht es einfach gut vorm Tor, über 2 schnelle Außen eigentlich das Spiel gewonnen. Setzen sich da gut durch über lange Bälle und spielen die Bälle dann gut rein. Und da sind sie, da haben sie einfach klasse, dass sie die Dinger dann auch wegmachen. Und ja, da haben wir nochmal alles versucht, alles reingeworfen. Aber im Endeffekt, dann verloren. Ja, woran hat es gelegen? Also man muss ja sagen, dass der Gegner auch eine gewisse Qualität hat. Die sind auch souverän schon in Landesliga aufgestiegen und das hat man gesehen. Aber wir haben sie nicht zur Entfaltung kommen lassen und das lag mehr an uns, die Gegentore. Dass wir die so ein bisschen, ja, haben dann kommen lassen, weil wir vielleicht 1, 2 Gegentore rausgenommen haben und ja, und dann ruckzuck hast du halt 1, 2 Gegentore drin, ja. Ja, wir hatten uns eigentlich vorgenommen, ruhig zu bleiben. Wir haben in der ersten Halbzeit auch ein bisschen zu wild gespielt. Also wir haben uns schon zugetraut, heute auch vernünftig zu spielen, den Ball laufen zu lassen, weil wir wussten, wenn Westfalia presst, dann lassen sie Räume, weil sie vorne drauf gehen und hinten nicht nachrücken. Und da haben wir uns nicht getraut reinzuspielen, das wollten wir in der zweiten Halbzeit machen. Kassieren dann unglücklich direkt das 3-1 nach der Pause und dann war eigentlich die Taktik auch schon über den Haufen geworfen. Dann haben wir aufgemacht und nochmal alles versucht.